Mein Thema heute ist, es gibt keine Klimakrise, warum lügen die meisten Medien? Und, ach, das ist ja nett, vielen Dank. Die SZ tut sich da besonders hervor, die Süddeutsche Zeitung, mit der Hysterie. Ja, da gibt es diesen SZ-Klimamonitor, alles zur Klimakrise, wie der Mensch die Erde zerstört. Ja, diese Wortwahl ist unglaublich. Die wichtigsten Daten und Hintergründe aus der Sicht der Propagandisten. Und lachen muss ich dann, wenn ich Sätze lese wie diesen hier. Der Mensch ist die alleinige Ursache des Klimawandels. Zu diesem Schluss kommen inzwischen 99,9% aller wissenschaftlichen Studien. Das müsste eigentlich heißen, aller wissenschaftlichen Studien, oder? Das haben die falsch geschrieben, ich habe das direkt rauskopiert. Ja, gut, also. Nach eigenem Verständnis die beste Zeitung der Welt, die Süddeutsche Zeitung. Ja, 99,9% aller wissenschaftlichen Studien. Da frage ich mich natürlich, wie viele Studien gibt es denn dazu? Und wie viele Klimawissenschaftler befassen sich mit Atmosphärenphysik und den Rückkopplungen in der Atmosphäre? 999 von 1000 sagen das Gleiche? Kaum. Ja. Wie viele gibt es? Ich kenne in Deutschland nur zwei, die sich intensiv mit dem Thema befassen, mit Atmosphärenphysik und den Rückkopplungen. Das sind der Professor Hade aus Hamburg und ich. Es gibt vermutlich noch mehr, die kommen vermutlich zu ähnlichen Ergebnissen, trauen sich das aber nicht sagen, weil sie dann ihren Job verlieren würden. Und die vom PIC, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, interessiert das natürlich nicht, weil bei denen geht es um Klimafolgen, nicht um die Ursachen. Und das war der Gründungsauftrag, sagt den Leuten, es wird heißer, weil wir alle miese Menschen sind und macht was draus. Und mittlerweile sind es fast 400 Mitarbeiter, das einflussreichste Klimainstitut der Welt. Das ist unglaublich. Und der Cheftheoretiker, der Stefan Rahmsdorf, Klimawissenschaftler, der ist Ozeanograf. Wie viel der von Atmosphärenphysik versteht, weiß ich nicht. Ja, er redet natürlich ständig darüber und hat aber nie dazu veröffentlicht, zitiert dann irgendwas von Leuten, die das von anderen übernommen haben. Rahmsdorf selber hat an einer drittklassigen Universität in Neuseeland und ein anderer Professor sagt immer, drittklassig selbst nach neuseeländischen Standards promoviert. Ja, in der Rangliste der Universitäten bei ungefähr 800 irgendwie. Ja. Was der wirklich drauf hat, weiß ich nicht. Aber er ist berühmt für seine tolle Theorie, dass es kälter wird, weil es wärmer wird. Ja, das sagt er allen Ernstes, das ist aber auch der Einzige, außer seinen Jüngern natürlich am PIC. Es wird kälter, weil es wärmer wird, weil dann der Golfstrom versickt, bla bla bla. Ja, also er versteht einfach nichts von Rückkopplungen. Und deswegen stehe ich auch hier vor Ihnen als Ingenieur, der von Rückkopplungen was versteht. Ja, ich glaube, ich komme dann noch drauf. Wobei ich nicht genau weiß, was ich jetzt da drin habe in dieser Präsentation, die ich extrem zusammengedampft habe. Ich halte an einer privaten Akademie eine Vorlesung, die dauert 10 Stunden. Das wollte ich Ihnen heute nicht zumuten. Und das jetzt auf eine halbe Stunde zu reduzieren, ist wirklich schwierig. Da geht so viel verloren. Ich habe jetzt einfach ein paar interessante Sachen, meines Erachtens interessante Sachen, da rausgenommen. Und wir können dann später in der Diskussionsrunde vielleicht ein paar Sachen noch vertiefen. Ich werde auch ziemlich schnell durchgehen. Also es wird Ihnen vorkommen, als wäre ich ein ganz schlechter Präsentator. Bin ich nicht. Ich bin einer der Besten. Okay. Ja. Bisschen Spaß muss sein. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Kurve mal gesehen haben. Ja. Gut, das ist die Temperaturkurve als Auswertung von Satellitenmessdaten, seit es Satellitenaufzeichnungen gibt, seit 1979. Und das November-Ergebnis für das globale Mittel ist
eine Abweichung von 0,17 Grad vom langjährigen Mittelwert. Der langjährige Mittelwert in dieser Statistik ist 1991 bis 2020. Also kein Drama. Ja, es gibt jahreszeitliche Schwankungen auch. Das weiß eigentlich kaum jemand. Das wird nie berichtet. Ja, es wird immer von einer globalen Mitteltemperatur von 15 Grad gesprochen. Es wird nie gesagt, eigentlich nie, dass dieser Wert um plus minus 2 Grad schwankt übers Jahr. Ja, zwischen 13 und 17. Und das ist jedes Jahr das Gleiche. So, die blauen Kreise und die Linie, die das verbindet, das sind die Monatsmittelwerte. Und die rote Linie ist ein Mittelwert über 13 Monate. Also der aktuelle Monat plus 6, minus 6 Monate. Und Sie sehen da ziemliche Ausschläge. Ja, das variiert schon mal um 1 Grad innerhalb eines Jahres. Vor allem, wenn da ein starker El Niño ist und dann eine La Niña kommt. Nach jedem El Niño kommt eine La Niña. Und weil ich, Entschuldigung, nicht weiß, ob ich die Erklärung für das Phänomen El Niño und La Niña da drin habe in der Präsentation, sage ich es jetzt kurz. El Niño, haben Sie alle schon mal gehört, ja, das kommt auch in manchen Wetterberichten, weil das auch Auswirkungen global hat. Und das sieht man auch in der globalen Temperatur und sieht man auch im Wetter bei uns. El Niño ist ein Phänomen im äquatorialen Pazifik. Normalerweise hat man am Äquator Passatwinde, die nördlich des Äquators von Nordosten kommen und südlich des Äquators von Südosten. Und wenn ein El Niño auftritt, dann dreht sich die Windrichtung um im äquatorialen Pazifik. Dann haben Sie nicht den Wind von Osten, sondern von Westen. Und das heißt, dass diese warmen Pazifikwinde auch das Wasser mit zur südamerikanischen Küste führen. Und dadurch steigt dann nicht mehr kaltes Tiefenwasser hoch, sondern warmes Oberflächenwasser verdrängt das kalte Wasser vor der südamerikanischen Küste. Das sind einige Grad Unterschied und dadurch verändert sich das Wetter dort extrem. Es gibt dann viel mehr Niederschläge und wie gesagt Auswirkungen bis nach Europa. Und man sieht es in der globalen Temperatur sogar, dieses wirklich recht lokale, eigentlich lokale Phänomen. Und das passiert, wenn ich zu nah rangehe. Und wir hatten auch 2015-16 einen starken El Niño. Der Name kommt daher, dass die stärkste Phase des El Niño um Weihnachten am Jahresende herum auftritt. El Niño ist das spanische Wort für Christkind. Und das Gegenteil heißt dann einfach La Niña. Und das haben wir zurzeit, seit ungefähr 2 Jahren, eine schwache La Niña. Und deswegen haben wir da recht normale Temperaturen. Ja, das ist dann etwas, was regelmäßig behauptet wird, der globale Süden leidet am meisten unter dem Klimawandel. Ich habe selber mal eine Auswertung gemacht vor ein paar Tagen mit diesen Daten von der University of Alabama. Die machen nämlich eine Auswertung für verschiedene Regionen der Welt. Fangen wir mit dem Globus an, ja, das ist die gelbe Kurve, da landen wir also bei 0,17 per Ende November, das sind die Monate dieses Jahres von Januar bis November. Dann haben wir die südliche Hemisphäre, das ist die blaue Kurve, die landet etwas drunter, also nicht dramatisch, das sind glaube ich 0,14 Grad gewesen als Abweichung des Mittelwertes von 1991 bis 2020. Das ist die dramatische Entwicklung in der südlichen Hemisphäre. Aber der globale Süden beinhaltet natürlich auch noch die Tropen. Und was haben wir da? Da sind wir bei unter Null. Tropen heißt Breitengrade von minus 20 bis plus 20. Also nicht so wenig. Und das sind die ärmsten Länder der Welt. Ja,
Ich weiß jetzt nicht genau, woran die leiden, vielleicht unter Missmanagement, vielleicht unter Überbevölkerung, aber sie leiden sicher nicht darunter, dass es da kälter geworden ist im Vergleich zum Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Und wo es tatsächlich richtig warm geworden ist, das ist bei uns. Das ist die nördliche Hemisphäre außerhalb der Tropen. Und da ist es ein halbes Grad wärmer geworden. Das ist dramatisch. Sie sehen es draußen. Ja, also es ist Propaganda, mehr ist es nicht. Ja, das ist eine schöne Kurve. Ja, die Atlantische Multidekaden-Oszillation ist auch eine Oszillation im Atlantik, vor allem im Nordatlantik. Und es sind eben diese natürlichen Phänomene, die wir definitiv nicht bestimmen und deren Ursachen wir nicht mal genau kennen, die das Klima beeinflussen. Und das ist hier die Meerestemperatur im Nordatlantik seit 1856 bis, ich glaube, ja, bis heute. Und Sie sehen hier diese Schwankung. Rot heißt, es ist wärmer als im Mittel, blau heißt, es ist kälter. Und das ist ein Zyklus von 70 Jahren ungefähr. Im Pazifik gibt es was Ähnliches. Und wenn man sich jetzt dann zum Beispiel bestimmte Orte rausgreift, die angeblich auch extrem betroffen sind vom Klimawandel. Grönland, da gibt es den Ort Tassilaq. Und das ist die Temperaturkurve für Tassilaq von 1895 bis heute. Deswegen habe ich das so angeordnet, ist also direkt drunter. Und Sie sehen die Übereinstimmung. Und Sie sehen natürlich, dass es wärmer geworden ist. Es ist deutlich wärmer geworden in den letzten 40 Jahren. Logisch, ja, das ist diese Periode hier. Es wird 40 Jahre lang wärmer, dann wird es 40 Jahre lang kälter. Und in den letzten 40 Jahren ist es da um 4 Grad wärmer geworden. 4 Grad ist viel. Ja, und manche extrapolieren das. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja, die haben das dann auch hier extrapoliert. Ja, und dann sagen sie, das arktische Eis schmilzt und wenn es weitergeht, dann können wir durch die Arktis segeln, was manche versuchen, und dann eingequetscht werden und das Schiff sinkt. Passiert regelmäßig. Ja. Arctic Ocean might become navigable in another 25 or 50 years. Bla bla bla. Das war 1954. Ja. Die Leute waren damals schon so schlau wie heute. Positiver kann ich es nicht formulieren. Ja, aber es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Also meine Arbeit ist ein Ergebnis von einigen tausend Stunden intensiver Recherche. Ich habe ungefähr 800 Fachartikel gelesen, wissenschaftliche Fachartikel. Also nicht Süddeutsche, nicht Spiegel und so ein Quatsch. Ja. Es ist nicht einheitlich. In der Antarktis ist es sogar kälter geworden. Und ich könnte Ihnen jetzt auch erklären, warum, aber das ist kompliziert. Das ist ein Bild für Europa. Das sind Messungen. Die ESRI es kommt von Satellitenmessungen und auch Bodenstationsmessungen. Seit 1960. 1960 gab es natürlich noch keine Satelliten, die da was gemessen hätten. So, was hier farbig aufgetragen ist, das ist die Veränderung in Grad Celsius pro Dekade, pro 10 Jahren. Und da gibt es Regionen, die sind ein halbes Grad pro Dekade wärmer geworden. Ja, Süditalien, südlich von Rom, aber wiederum nicht Sizilien. Und es gibt auch Gebiete, die überhaupt nicht wärmer geworden sind. Überhaupt nicht. No significant trend in 60 Jahren. Und es ist dann gleich direkt nördlich von Rom. Kann mir das jemand erklären? Nö, ich kann es auch nicht erklären. Das sind natürliche Schwankungen. Ich glaube nicht, dass sich das CO2 da in Neapel konzentriert. Ja. So viel. Ja. Ja, der glaubt ja auch daran, ja. Ich weiß nicht, ob der Papst an Gott glaubt, aber er glaubt an die Klimareligion. Das steht fest.
Deswegen gibt die Greta Thunberg ihm ja auch Audienzen. Okay, ja, also das, es gibt noch andere Regionen, wo es keine Temperaturerhöhung gibt, hier in Norwegen, da in Portugal, in Bulgarien und Rumänien. Es ist kompliziert, interessiert aber keinen. Die Projektionen der Klimawissenschaftler schauen dann so aus, je nachdem, welches CO2-Modell sie haben, wie viel CO2 wir in die Luft pusten, wird es entweder schwach wärmer oder dramatisch wärmer. Ich gehe jetzt da nicht auf jedes Detail ein. Ich sage nur, die haben natürlich da keine Differenzierung drin, weil sie es nicht wissen. Ja, das sind einfach schlechte Modelle und die basieren zum Teil auch noch auf unrealistischen Annahmen für die CO2-Entwicklung. Ja, was ich hier geschrieben habe, es gibt eine Krise der Klimawissenschaft. Das ist ein Fakt. Jetzt berichte ich dann mal von ein paar Märchen. Ja, diese Kurve, die kennen Sie alle. Die kommt in Al Gores Film vor, die kommt in jedem IPCC-Bericht vor seit 20 Jahren. Das ist die gefälschte, ganz ehrlich, gefälschte Temperaturkurve von Michael Mann, die Hockeyschläger-Temperaturkurve. Und was er gemacht hat, er hat die mittelalterliche Wärmeperiode unterdrückt, er hat die kleine Eiszeit unterdrückt und er hat gefälschte Temperatur, gemessene Temperatur, wie sagt man das richtig? Er hat Temperaturkurven verwendet, die auf Temperaturmessungen beruhen, die aber wiederum gefälscht sind. Ja, diese Konstanz hier der Temperatur, ja, von, weiß nicht, paar Zehntel Grad, das zeigt, er ist ein Klimawandelleugner. Ich bin kein Klimawandelleugner, ich bin natürlich auch kein Klimaleugner, das ist ein schwachsinniger Begriff, niemand leugnet das Klima. Aber er ist definitiv ein Klimawandelleugner, wie viele andere auch. Die sagen, seit Jahrtausenden ist das Klima konstant und jetzt auf einmal wird es heiß. Ja, ist völliger Quatsch. Das weiß jeder, der ein bisschen in Geschichtsbüchern liest. Und was er gemacht hat für seine Kurve, hat er Baumringdaten ausgewertet. Ja, das wird gerne gemacht in der Paläoklimatologie. Man untersucht Baumringe. Die Bäume wachsen ja unterschiedlich schnell, je nachdem, wie warm es ist, wie viel Wasser sie haben und andere Nährstoffe und wie sehr die Sonne scheint. Ja, und die Wärme, die Temperatur ist nur ein Faktor. Und er hat solche Bäume verwendet. Die Bristlecone Pine, langlebige Kiefer auf Deutsch. Und die ist deswegen langlebig, weil sie sehr, sehr langsam wächst. Logisch. Ja, ein Baum, der schnell wächst, der explodiert. Warum wächst die so langsam? Weil sie an der Waldgrenze steht. In ein paar tausend Meter Höhe typischerweise. Und an der Waldgrenze, an der Wachstumsgrenze. Ja, das heißt, diese Bäume wachsen ein paar Wochen im Jahr. Die Sonne scheint nur ein paar Stunden am Tag. Ob Wasser genug da ist, ist jedes Jahr auch anders. Ja, aus dem kann man eigentlich nicht wirklich Rückschlüsse ziehen. Er hat dann auch noch diese Daten selektiert, damit genau das rauskommt, was er haben wollte. Ja, das ist, sind Taschenspielertricks. Das ist auch die höflichste Formulierung, die mir da eingefallen ist. Ja, das ist nicht Wissenschaft. Ich würde sagen, es ist wissenschaftlicher Betrug. Ja, genau. Er ist ein Klimawandelleugner. Ja, und das ist eine Kurve, die auch sehr interessant ist. Das ist jetzt eine der drei, vier offiziellen Temperaturkurven, die es gibt, von der Climate Research Unit der University of East Anglia. Die andere ist die von NASA GIS. Weiß nicht, ob ich sag's gleich dazu. NASA GIS, also NASA Goddard Institute for Space Studies. Die machen eine der offiziellen Temperaturkurven, die ist sehr ähnlich der von der Climate Research Unit. Das Goddard Institute for Space Studies hat natürlich Satelliten, die sie kennen, die im Umlauf sind, die sie auswerten könnten, machen sie nicht. NASA GIS verwendet nur Bodenstationsdaten.
für die Temperaturkurve, für die globale. Die Anzahl der Bodenstationsdaten wurde im Laufe der letzten 30 Jahre von 6.000 auf unter 2.000 reduziert. Und dann werden natürlich Anpassungen gemacht, weil man weiß, in der Stadt ist die Temperaturentwicklung anders als auf dem Land. Logisch, das weiß jeder, der in einer Großstadt wohnt oder einfach mal vom Land reinfährt. Da können ein paar Grad Unterschied sein. Und das ist der Urban Heat Island Effekt, urbane Hitzeinsel. Und was die NASA dann aber macht, ist, sie gleicht die ländlichen Stationen an die städtischen Stationen an. Und die Station für Frankreich zum Beispiel, die ist an der Peripherie in Paris, war da mal jemand? Das ist diese Stadtautobahn mit vier Spuren in jeder Richtung. Und direkt da ist die Station für Paris, für Mittelfrankreich, muss man sagen. Weil die nächstgelegene ist am Flughafen von Lyon. Das ist auch nicht gerade ländlich. Also solche Stationen werden dann verwendet. Und ich habe in meinem Buch auch ein, zwei Beispiele dafür, wie da getrickst wird, wie da manipuliert wird. Egal. Also ob das jetzt wirklich so ist oder anders, es ist wahrscheinlich eher anders. Wahrscheinlich war es in den 40ern ähnlich warm wie heute. Und jedenfalls, selbst in dieser offiziellen Temperaturkurve, ist der Anstieg von 1910 bis 1940 genauso hoch wie der von 1990 bis 2020, ein halbes Grad. Aber der CO2-Anstieg ist jetzt natürlich siebenmal so hoch gewesen wie damals. Was beweist das? Und dann haben wir noch den Temperaturrückgang von Ende der 40er bis Ende der 70er. Ja, das alles korreliert nicht mit dem CO2. Und dann lassen Sie sich was einfallen. Ja, Aerosole. Die Menschen produzieren ja Schwefeldioxid und das reflektiert dann die Sonne, bla bla bla. Das sind alles nur Modelle. Es gibt keinen Beweis, es gibt kein, also als Ingenieur macht man ja gerne einen Versuch und hat ein Modell und schaut, ob das zusammenpasst. Das kann man ja auf der Erde leider nicht. Man könnte vielleicht einen Klimaturm bauen, 100 Meter hoch, und den befüllt man dann mit unterschiedlichen Gasen, kostet ein paar Millionen. Nichts im Vergleich zu dem, was wir jeden Monat ausgeben für den Blödsinn. Ja, und die Klimamodelle, es gibt ja nicht nur ein Klimamodell, es gibt ja Dutzende, mittlerweile über 100 verschiedene Klimamodelle von den Treibhaustheoretikern, die alle nicht zusammenpassen. Ja, und das ist hier zum Beispiel eine Kurve, das ist von 1983 bis 2028 das Ergebnis von 90 dieser Klimamodelle. Das sind diese vielen bunten Kurven hier, die einen dramatischen Temperaturanstieg vorhersagen. Und gemessen wurde das hier. Ja, das ist einmal diese Oberflächentemperatur von der Climate Research Unit. Und das Blaue ist die von Satellitenmessungen, gemessen in Anführungszeichen, interpretierte Kurve, muss ich sagen. Gut, die zwei stimmen relativ gut überein und diese Modelle, diese Projektionen stimmen damit natürlich überhaupt nicht überein. Ja, genau, der Spruch ist nicht von mir. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist von Richard Lindzen, Physikprofessor am MIT. Über 95% der Klimamodelle stimmen darüber ein, dass die Beobachtungen falsch sein müssen. Ach ja, jetzt gibt es ja neuere Modelle. Das ist 10 MIP 5. Und jetzt gibt es die Version 6 und die sind noch schlechter. Ja, das wird auch immer gerne behauptet. Die Wissenschaft ist sich einig. Und wenn man die IPCC-Berichte genau liest, ja, dann stellt man natürlich fest, die sind sich überhaupt nicht einig. Ja, im Bericht von 2013 steht, eine Verdoppelung des CO2-Gehalts führt mit 85% Wahrscheinlichkeit zu einer Temperaturerhöhung von 1 bis 6 Grad. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% wird es noch wärmer, mit 5% Wahrscheinlichkeit weniger warm. 1 bis 6 Grad, da sage ich immer, das haben sie ausgewürfelt bei ein paar Gläsern Wein. Gut, beim Lauterbach bräuchte man ein paar Flaschen, damit es wirkt.
Der hat ja auch ein Buch zum Klima geschrieben. Ich weiß nicht, was da drin steht, interessiert mich auch nicht. Ja, aber das ist doch eindeutig ein Zeichen von Nichtwissen. Ja, die sind sich nicht einig. 1 bis 6 Grad oder weniger oder mehr. Ja. Vor allem auf der gleichen Seite steht das drunter, was übersetzt heißt, es passt nicht mit den Messungen zusammen. Ja. Es passt nicht mit den Messungen zusammen. Das schreiben die auch. Das schreibt natürlich kein Journalist. Und ganz berühmt sind natürlich auch die Kipppunkte. Die große Gefahr, deswegen gibt es ja das 1,5-Grad-Ziel, um diese Kipppunkte zu vermeiden. Das ist mehr oder weniger der einzige Grund für das 1,5-Grad-Ziel. Und vor 4.000 bis 7.000 Jahren im Atlantikum, da war es wärmer. Da gab es zum Beispiel praktisch kein Eis auf Island. Jetzt weiß ich nicht, ob man das gut sehen kann. Nee, das sieht man leider gar nicht gut. Ja. Also es ist so, dass dieser Umriss hier, das ist der heutige Umriss des Vatnajökull, der größte Gletscher auf Island. Der ist 40 Mal so groß wie alle Alpengletscher zusammen. Heute. Vor 4000 Jahren hat der praktisch nicht existiert. Da gab es ganz kleine Flecken hier, hier und hier. Der hat nicht existiert, dieser Gletscher, kann man sagen. Und warum? Weil es wärmer war, natürlich. Es war ein paar Grad wärmer. Und zur gleichen Zeit war die Sahara auch keine Wüste, weil es wärmer war, liebe Leute von der Süddeutschen Zeitung. Es war so feucht, dass es Flüsse gab und die Nomaden haben ihre Rinderherden durch diese Savanne und Graslandschaften getrieben. Deswegen heißt die Zeit auch Rinderzeit. Da gibt es einen schönen, kurzen Artikel auf Wikipedia dazu. Und das Bild habe ich, glaube ich, auch aus Wikipedia. Das ist ein Krokodil, weiß nicht, ob man das bei Ihnen erkennen kann, aus einem Tümpel, der jetzt mitten in der Sahara ist, über 1000 Kilometer weg vom nächsten Wasser. Die haben sich da gehalten seither. Also nochmal, es war vor 4000 Jahren so viel wärmer, dass es praktisch keine Gletscher auf Island gab und die Sahara war grün. Warum? Weil, wenn es wärmer ist, entweicht mehr Wasserdampf aus den Ozeanen und es schlägt sich dann als Regen nieder. Ja, und da waren natürlich alle Kipppunkte überschritten. Die erste Veröffentlichung zu den Kipppunkten mit Beteiligung von Schellenhuber war, glaube ich, 2007. Die zweite war dann, ich glaube, 12 Jahre später. Da hat er dann 5 der ursprünglichen Kipppunkte rausgeschmissen. Unter anderem die Ergrünung der Sahara war einer der ersten Kipppunkte. Und 4 andere hat er auch rausgeschmissen, weil er gesehen hat, das ist Schmarrn. Ja, in 10 Jahren gibt es vielleicht wieder neue Veröffentlichungen zu den Kipppunkten, wo alle bisherigen dann rausgeschmissen werden. Weiß ich nicht. Hat mit Wissenschaft auch nicht viel zu tun. Das sind irgendwelche Annahmen von Klimareligiösen. Und dieser Spruch hier, das haben Sie vielleicht mal gehört, mit dem Klimapass und die Bewohner von Staaten wie Tuvalu und Kiribati dürfen nicht staatenlos werden, wenn es ihr Land nicht mehr geben sollte. Von einer meiner Lieblingspolitikerinnen, ich sage immer, intelligenter als schön. Oder umgekehrt? Ganz genau. Sie ist eine der wenigen Grünen mit Funktion, die Berufserfahrung haben. Sie hat es immerhin geschafft, die Band Tonsteine, Scherben in die Pleite zu managen. Das ist ihre Berufserfahrung. Ja, also es gibt Satellitenaufzeichnungen, die zeigen, dass das Tuvalu-Atoll in 50 Jahren um 3% an Fläche gewonnen hat. Der Meeresspiegel steigt schon etwas. Viel langsamer natürlich, als behauptet wird. Aber Koralleninseln sind ein dynamisches System. Wenn es da einen Wirbelsturm gibt, dann werden Korallen zerstört und es wird dann durch die Brandung zu Sand zerrieben und bei der nächsten starken Brandung wird es auf das Land hochgehoben und deswegen können die wachsen. Die können bis zu 12 bis 18 Millimeter, da gibt es unterschiedliche Veröffentlichungen, im Jahr wachsen. Hier habe ich 12 geschrieben.
Und interessant ist vor allem das hier. Das ist der tägliche Tidenhub von Tuvalu, also der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, ja, von 1 bis 3,5, nicht Millimeter, nicht Zentimeter, Meter. Ja, das ist der tägliche Tidenhub. Und wenn der Meeresspiegel so viel im Jahr steigt, muss ich nicht mehr dazu sagen, oder? Ja, und er steigt wirklich nicht mehr als um das. Das ist eine Messung von Kiribati, Weihnachtsinsel. Messung seit Ende der 50er. Und der Mittelwert ist 0,9 mm im Jahr. Natürlich starke Schwankungen. Ja, das sind hier von der Spitze bis zum tiefsten Punkt ist das ein halber Meter. Und das liegt daran, dass im Pazifik El Niño, La Niña sich auch auf den Meeresspiegel auswirkt. Ja, wenn der Wind sich dreht, dann steigt das Wasser in der einen Hälfte und geht in der anderen zurück. Und das ist genau das, was Sie hier sehen. Das sind hier starke El Niños. Das ist der von 1998, den ich vorhin gezeigt habe. Und das ist der von 2016. So, das Bild haben vielleicht auch manche gesehen. Die Unterwasserkabinettssitzung des Kabinetts der Malediven. Sehr medienwirksam. Ein Battle-Video, würde ich sagen. Das Bild hat vermutlich keiner von Ihnen gesehen. Den Saudis hat man den roten Teppich ausgerollt auf den Malediven, weil die 10 Milliarden Dollar da investieren wollen für einen neuen Flughafen und eine Stadt für 1 Million Menschen. Ja, und das war 2017. Also die Saudis glauben nicht, dass der Meeresspiegel da dramatisch steigen wird. Die glauben nicht, dass die Malediven untergehen. Ja, der ist, glaube ich, geschasst worden in der Zwischenzeit. Ja. Das sagt doch alles. Ja? Die sind noch nicht blöd, die Saudis. Und bei uns sieht es so aus mit dem Meeresspiegel. Das ist Wismar, der mittlere Anstieg seit 1850, über die letzten 170 Jahre, ist 1,4 mm im Jahr. Cuxhaven und was haben wir noch? Warnemünde liegen ähnlich. Das eine 1 mm, das andere 2 mm im Jahr. Ohne einen Anstieg, also ohne dass ich das beschleunigen würde. Das ist konstant und seit 170 Jahren konstant. Ja, der CO2-Ausstoß hier war null quasi. Das hat andere Ursachen. Ja, dann kommen natürlich Sprüche wie dieser hier für die Antifa, von der dummdreisten Hochstaplerin. Aus dem letzten Triell vor der Bundestagswahl. Das ist die Kurve von Wismar. Und sie hat gesagt, umgesetzt heißt es, 80 Jahre später, 2100, 7 Meter höher, das ist da oben. Ja, ich habe das mal so extrapoliert. Also müsste sich der Anstieg fast verhundertfachen. Ich wette, alles dagegen, dass das nicht passiert. Ja, das sind auch so schöne Bilder, die dann durch die Medien gehen. Ah, Polkappen schmelzen. Ja, die Huskies laufen übers Wasser. Ja. Das passiert jeden arktischen Sommer. Ja, klar wird es da warm. Im arktischen Sommer, wie auch im antarktischen Sommer, ist die Sonnenintensität über 24 Stunden höher als am Äquator. Wir wissen es. Ich glaube, bei der Süddeutschen Zeitung weiß das keiner. Ja, am nächsten Tag war das Wasser weg, weil nämlich dann ein Riss sich aufgetan hat im Eis drunter. Ja, das ist schön. Ja, der Fotograf hat da echt Glück gehabt. Tolles Bild. Ja, also hier sieht man das nochmal. Das sind hier die Monate. Das ist 80 Grad sogar. Also im Nordpol ist er noch stärker. 80 Grad. Breitengrad und die Sonnenintensität hier in Megajoule pro Quadratmeter ist deutlich höher als am Äquator. Das hier 0 Grad ist der Äquator.
Klar wird es da warm. Ja. Zitiere ich mal einen Klimawissenschaftler, Professor Notz. Also, die Arktis verändert sich in einem wirklich atemberaubenden Tempo. Klarer, linearer Zusammenhang. Je mehr Kohlendioxid, umso weniger Meereis. Ja. Also, seit 10, 20 Jahren. Das ist jetzt die Kurve für das arktische Meereis in Millionen Quadratkilometern. Seit 1978, seit es Satellitenaufzeichnungen gibt. Und ist zurückgegangen, ja, leicht. Und vor 15 Jahren hatten wir dieses Niveau. Und ja, das Gleiche haben wir heute. Also es geht seit 15 Jahren eigentlich nicht mehr zurück, kann man sagen. Es ist sogar so, dass das globale Meereis insgesamt bis 2015 nicht zurückgegangen ist, seit es Satellitenaufzeichnungen gibt, weil es in der Antarktis gewachsen ist. Dann ist da ein großes Stück Schelfeis abgebrochen. Und jetzt ist es aber auch wieder konstant seit 2016 etwa. Ja, der andere Professor, der auf der Polarstern war, ja, wenn man was anderes behauptet, dann kommt man natürlich nicht auf so eine Polarexpedition, auf dieses Schiff und kommt nicht nach Sharm el-Sheikh oder Marrakesch oder wo diese Veranstaltungen stattfinden von 30.000 Leuten, wo sie dann mit 400 bis 800 Privatjets hinfliegen. Ja. Wer nicht in diese Hysterie einstimmt, hat Pech gehabt. Er wird geschasst, so wie der Lennart Bengtsson. Genau, also das ist wieder diese offizielle Temperaturkurve für die Arktis, 70 bis 90 Grad Nord. Und die letzten 20 Jahre, ab Jahr 2000, ja, die Temperaturveränderung ist ziemlich genau null. Ich weiß nicht, wo er die 6 Grad gemessen hat. Er hat sie gar nicht gemessen. Genau, das ist die Antarktis, habe ich gesagt. Das Meereis ist da leicht angewachsen bis 2015. Und wenn das antarktische Meereis anwächst, das ist extrem variabel, das hat im Sommer 2 bis 3 Millionen Quadratkilometer und im Winter dann 18 bis 20. Wenn es zu stark anwächst, dann gerät das Meereis in den Bereich der Roaring Sixties. Das ist die Gegend der Welt mit den stärksten Winden, mit den höchsten Wellen. Und dann bricht es ab, natürlich. Ja. Das Halteis. Genau. Das bricht ab und das ist hier passiert und seither ist es wieder konstant. Noch ein Märchen von der zunehmenden Trockenheit. Deutscher Wetterdienst, der sagt auch ab und zu mal die Wahrheit. Die Abweichung der Niederschläge seit 1881 linear. Interpoliert ist das diese gestrichelte Kurve und die steigt an. Natürlich hatten wir trockene Sommer. Ja, dieser jetzt nicht für ganz Deutschland, die 3 Jahre davor schon, aber das gab es auch schon in den 70ern und das gab es auch schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und das Gleiche weltweit. Ja. Grün heißt mehr Niederschläge als im Mittel und das Orange-Braune da sind weniger. Es ist mehr geworden. Und weil es etwas feuchter geworden ist, auch durch die höhere Temperatur, und weil vor allem der CO2-Gehalt gestiegen ist, wachsen die Pflanzen besser. Ja, CO2 ist toll fürs Pflanzenwachstum, deswegen werden viele Gewächshäuser begast mit Kohlendioxid. Und das sieht man in dieser Karte hier, alles was grün ist, heißt mehr Belaubung als vor 40 Jahren. Und vor allem der globale Süden profitiert davon, also die Sahelzone, wahrscheinlich das ärmste Gebiet der Welt, ist deutlich grüner geworden. Deswegen konnte sich da die Bevölkerung verdreifachen und vervierfachen in den letzten 40 Jahren. Aber es gibt natürlich auch Gebiete mit Brandrodung, Brasilien, gut, Australien glaube ich jetzt nicht, weiß ich nicht, was da war, Indonesien auch
Und ja, es gibt schon andere Gebiete auch, wo es ein bisschen weniger geworden ist. Aber global gesehen ist die Erde grüner geworden, vor allem im globalen Süden. Noch ein Märchen, Ahrtal-Hochwasser als Zeichen des Klimawandels. Ja, natürlich ist das ein Wetterphänomen. Und das passiert alle 100 Jahre, dieses Jahrhundert Hochwasser. Das ist jetzt ein Bild von 1910. Das schaut genauso aus wie die Bilder, die letztes Jahr gemacht wurden. Ja, da reißt die Brücke weg und das sieht scheiße aus. Ja, ganz klar. 1804, da gab es noch keine Fotografie. Da hat man das gemalt. Das sah auch nicht wirklich besser aus. Da war der Pegel Höchststand oder maximale Scheitelabfluss sogar noch höher. Und es war so schlimm, dass Napoleon 40.000 Francs aus seiner Privatschatulle gespendet hat für die Armen. Und natürlich stehen diese Hochwässer in den Stadtchroniken. Deswegen, die Versicherungsgesellschaften können lesen. Deswegen versichern die Häuser da nicht. Die zunehmenden Wirbelstürme, bla bla bla. Das ist eine Grafik, die zeigt, dass das nicht stimmt. Muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich bin wahrscheinlich schon wieder ziemlich spät. Ja. Und die vielen Klimatoten, die es angeblich gibt. Our World in Data zeigt, die meisten Klimatoten gab es durch Überschwemmungen und Dürren in den 30ern. Und das ist immer weniger geworden. Und ja, in den letzten Jahren gab es da nicht viel. Ja, klar, jetzt in Pakistan, das passiert, logisch. Aber es ist nicht schlimmer geworden, es ist weniger geworden. Und manche sagen ja auch in Deutschland, ah, so viele Hitzetote. Ja, die gibt's. Ja, das sind diese Spitzen hier und hier. Man sieht ja, glaube ich, nicht mal die Jahreszahl, oder? Ja, ganz schwach. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum der Projektor so schlecht ist. Also das hier war 2018. Und in jedem Winter gibt es natürlich Grippetote. 2018. 2018 ist das hier, 2019, 2020. Da sind viele Leute gestorben, weil man sie intubiert hat. Und weil man ihnen Chloroquin in Überdosen gegeben hat. Ja. Und natürlich sind auch ein paar daran gestorben, dass sie alt und gebrechlich waren und Vorschädigungen hatten und dann haben sie Covid bekommen. Ja, gibt es auch. Ja. Und das ist jetzt 2021. Und da gab es im Jahr 2021 im Sommer auch ein paar, die die Hitze nicht vertragen haben. Und genauso in diesem Sommer. Und der Anstieg hier könnte aber auch durch die Impfkampagne sein. Muss ich nicht genau. Naja, wurde nie genau untersucht. So, ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand noch glaubt, dass das ein tatsächlicher realistischer Messwert war. Diese 42,6 Grad in Lingen, das war 2019. Und da hat Wetter Online, die ja keine Skeptiker sind, die haben 3 Tage später gesagt, na, Leute vom DWD, das ist aber nicht so ganz in Ordnung, was ihr da gemacht habt. Denn diese Station in Lingen widerspricht den Vorschriften der Weltwetterorganisation. Ja, das ist in einer Senke und da ist noch eine Hecke. Ja, da steht die Luft. Das ist nicht zulässig. Das müsst ihr korrigieren. Und wenn man auf der Seite des DWD zu dem Zeitpunkt geguckt hat, da hat man lesen können, dass die seit 5 Jahren schon nach einem Stand, nach einem neuen Standort gesucht haben für diese Wetterstation im Ostfriesland. Wie hoch sind da die Bodenpreise? Die haben nur auf das gewartet. Ja, und wie lange haben sie dann gebraucht, um das zu korrigieren? 2 Jahre. Bis dahin hatte das dann jeder vergessen natürlich. Die 42,6 Grad, die sind, weiß nicht, hunderttausendfach durch die Medien gegangen und es steckte in den Köpfen dann drin. Ja, war eine Lüge. Ah ja, noch ein Märchen. Ottmar Edenhofer, der ist ja Ökonom und ist Chef des PIC, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Und er ist auch Chef des Mercator-Instituts. Und das Mercator-Institut hat diese Uhr, diese Klimauhr programmieren lassen. Ich weiß nicht, ob sie heute noch bei der Süddeutschen Zeitung ist, vor einem Jahr oder so, war sie das noch?
Und mit der Uhr soll eben gezeigt werden, dass wir weniger CO2 produzieren müssen, sonst ist die Welt verloren. Und die Uhr läuft runter. Und ja genau, sie ist schon mal runtergelaufen, nämlich, wann war das? Im Mai 2018 war sie bei Null, dann haben sie sie neu aufgezogen. Lustig, lustig, lustig. Ich will diese Frage, die ich da stelle, nicht selbst beantworten. Es ist wahrscheinlich beides. Ja, was hat er noch gesagt, der Ottmar Edenhofer? Das steht in einem Interview der Neuen Zürcher Zeitung. Man muss klar sagen, wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Das ist ja das, was Sie jetzt beschlossen haben in Sharm el-Sheikh. Wir spendieren Milliarden für den globalen Süden, wo es zwar nicht wärmer geworden ist, wo es aber grüner geworden ist. Deswegen leiden sie, nee, die leiden nicht, die profitieren von der Inkompetenz der Politiker in Europa und USA. Ja, noch so ein Märchenerzähler, das ist ja der Chefstratege da beim PIC. Er hat den gleichen Schmarrn gemacht wie der Professor Mann. Ja, der kombiniert hier für seine Kurve Proxys, also Temperaturrekonstruktionen in der Vergangenheit über die letzten tausende Jahre von Daten, vor allem aus dem Meer. Ja, das Meer hat eine ziemlich hohe Trägheit. Also die Zeitauflösung dieser blauen Kurve ist 200 Jahre. Da sieht man überhaupt nicht, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Ja, deswegen sieht man da weder die mittelalterliche Warmzeit noch die kleine Eiszeit richtig. So im Ansatz sieht man hier ein bisschen die kleine Eiszeit. Aber ist natürlich nicht richtig. Ja, und dann hängt diese gemessene Kurve dran. Das ist nicht Wissenschaft. Das ist Propaganda. Deswegen, ich glaube, ich bin nicht der Erste, der in so... Nee, das war der Hans von Storch. Der ist ja auch Klimawissenschaftler. Der hält ihn für den Propagandaminister der Klimaalarmisten. Ach ja, nochmal ein Märchen der Süddeutschen Zeitung, ganz explizit Süddeutsche Zeitung. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Also, über 20 Grad. Über 20 Grad in der Antarktis. Dazu dieses Bild. Entschuldigung, nee. Das ist, glaube ich, das Bild aus dem Guardian. Macht nichts, auch die Süddeutsche Zeitung zeigt ein ähnliches Bild mit Gletschern. Und da hat man tatsächlich die Temperatur gemessen auf Seymour Island. Das ist eine Geröllinsel, da gibt es im Sommer keinen Schnee und kein Eis oder ein paar Flecken vielleicht. Die 20,75 stimmen nicht, es waren 15,75. Ja. Das kann man nachlesen, ja, weil die Wetterstation ist im Internet. Und die ist vom Südpol weiter weg als die nördliche Ostsee vom Nordpol. Was hat es jetzt mit der Antarktis zu tun? Es zählt halt geografisch zur Antarktis, so wie Australien zu Ozeanien zählt. Und das Bild hat mit Seymour überhaupt nichts zu tun, das ist Propaganda. Tatsächlich sieht es so aus, die Insel ist relativ klein, 2 bis 3 Kilometer Durchmesser, Geröll, wie gesagt. Die Sonne scheint extrem stark im antarktischen Winter, haben wir vorhin gesehen. Und was passiert da? Das Geröll heizt sich auf und die Temperatur in diesem Wetterhäuschen in 200 Meter Höhe, die hängt nur davon ab, wie viel Wind weht. Denn das Meer außenrum hat auch im Sommer dann nur 2-3 Grad. Ja? Und wenn starker Wind weht, dann haben Sie in dem Wetterhäuschen 2-3 Grad. Und wenn kein Wind weht, dann haben Sie vielleicht auch mal 15 Grad. Hat mit Klima nichts zu tun, das hat nicht mal mit Wetter wirklich was zu tun. Das ist einfach ein ganz begrenztes Phänomen, was mit dem Wind zu tun hat. Aber eignet sich toll für Propaganda, insbesondere wenn man es mit so einem Bild kombiniert. Was, 20 Grad? Ach, die arme Antarktis, die armen Pinguine. Ja, und die Leute, die sowas machen, ich glaube, die wissen nicht mal, warum Eisbären keine Pinguine fressen. Ja, Ökosprit. Ich tanke keine mehr, wenn ich an der Tankstelle die Möglichkeit habe. In Deutschland wird ein Fünftel
der landwirtschaftlichen Fläche. Und das ist genauso viel Fläche ungefähr, wie wir für den Anbau von Lebensmitteln haben. Ja, die meiste landwirtschaftliche Fläche sind Wiesen für Weiden. Diese Fläche von 20.000 Quadratkilometern ist so groß wie Hessen. Für Energiepflanzen, Monokulturen. Ich nenne sie grüne Wüsten. Wer im Herbst durch Oberbayern fährt, ja, wenn das andere abgeerntet wurde, der sieht diese Maisfelder überall. Alles wird verheizt. Ja. Ich glaube, die Bienen freuen sich darüber nicht. Ja, da gibt es keine Artenvielfalt. Und dann noch in den Regenwäldern. Die Regenwälder abzuholzen für Biosprit ist ein Verbrechen. Ja, das ist eine ganz gute Organisation hier, regenwald.org. Ja, es ist das Gegenteil von Umweltschutz. Dem Klima ist damit auch nicht geholfen. Denn nichts ist so gut fürs Klima bei uns wie Wälder. Und wenn wir Wälder abholzen, um dann Mais anzubauen oder ähnlichen Schwachsinn, ja, das ist kontraproduktiv. Ja, auch die Windkraft, sie trägt letztlich in vielen Gebieten zur Erwärmung bei. Und da gibt es viele Veröffentlichungen mittlerweile, die das zeigen. In großen Gebieten wie in China, da wird es ein halbes Grad wärmer durch die Windkraftwerke. Ja, das mit dem. Warum ist das so eigentlich? Die Erklärung steht hier eigentlich. Die Windgeschwindigkeit reduziert sich natürlich. Ja, die Windkraftwerke nehmen Windenergie raus, kinetische Energie. Und wenn die Windgeschwindigkeit niedriger wird, dann auch die vertikale Dynamik ändert sich. Genau. Und damit wird es trockener. Ja, die Verdunstung steigt, die Böden trocknen aus. Nicht sehr ökologisch, abgesehen von den Millionen Tonnen Beton, die wir da in die Erde stecken. Ja, und die Entsorgung ist natürlich auch nicht klar. Glasfaserkunststoff ist dieses Verbundmaterial, das ist nicht recycelbar. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wem nützt diese Klimahysterie? Fast allen. Wem denn nicht? Ja, den Handwerkern, den großen Industriefirmen, selbst den Autofirmen. Ja, die verkaufen jetzt Autos an Leute, die gar kein neues bräuchten. Die kaufen sich jetzt ein Elektroauto, weil sie glauben, sie würden was Gutes tun. Denken nicht darüber nach, was mit den Batterien dann mal passieren soll. Und es ist auch ein Elektroauto natürlich nicht emissionsfrei. Und auch nicht lokal emissionsfrei. Denn jedes Auto produziert Reifenabrieb. Und auch ein Fahrrad übrigens. Und es gab ja mal Feinstaubmessungen, unter anderem in Stuttgart. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die größte Feinstaubkonzentration war in der U-Bahn. Ja, da hatten sie die Messgeräte angelassen. Die größte Feinstaubkonzentration war in der U-Bahn, weil der Abrieb von den Bremsen der U-Bahnen, ja, es ist auch schrecklicher Feinstaub. Das ist bei jeder U-Bahn so. Ja, ja. Ja. Ja, es kostet halt ein bisschen was, ja, 1 Billion bis 2039, was ist das schon? Ja, das ist Sondervermögen. Ja, ich habe schon ein paar Sachen genannt, natürlich die Professoren und Forschungsinstitute, die machen dann ganz tolle Reisen. Ja, Sharm el-Sheikh, da wollte ich immer mal hin und Marrakesch war es vor 2 Jahren, glaube ich, Paris. Mexiko, ja, toll, toll. Und Polarstern, ein halbes Jahr im Eis, das wird nie nach uns einer mehr machen können. Wir sind dabei. Die Versicherungsgesellschaften können mit dem Schmarrn natürlich ihre Versicherungsprämien anheben, haben einen guten Grund. Es wird heißer, es wird alles schlimmer und wir müssen die Versicherungsprämien anheben. Bad News Sell, die Zeitschriften profitieren natürlich auch. Und dann diese Wortwahl. Früher hieß es mal Klimawandel, dann Klimaerwärmung. Jetzt liest man, glaube ich, fast nur noch Klimaerhitzung. Aber es geht noch schlimmer. Selbstverbrennung. Ja, das Buch vom Schellenhuber, vom Hans, der sich gerne John nennt, der Niederbayer. Genauso wie der Josef Käser, der aus dem Nachbarort kommt, sich gerne Joe nennt. Weiß nicht, was Sie für ein Problem da haben in Niederbayern.
Also der Schellnhuber hat definitiv ein Problem. Was hat er in der Welt mal geschrieben? Ja, da stand er da auf einem Berg und hat sich überlegt und hat gedacht, ja, jetzt schreibe ich Weltgeschichte. Der hat echt ein Problem. Und nichts davon ist wahr. Ja, und in den Medien, ich habe es gestern gesagt, das sind schreibende Papageien. Die können das gar nicht verifizieren, was sie dazu geliefert bekommen von dpa oder von sonst jemand. Ja, die reichen das weiter, garnieren es dann auch noch mit falschen Bildern, so wie die Süddeutsche. Ja. Das Ganze ist eine Religion. Mit Wissenschaft hat es nicht viel zu tun. Und wer ausbricht aus dieser Blase, aus dieser klimareligiösen Blase, wird bestraft, wie der Professor Bengtsson. Deswegen traut sich keiner die Wahrheit sagen, außer er ist dann emeritiert, ja, ist nicht mehr abhängig von diesem Wissenschaftsbetrieb, von den Geldern. Dann gibt es schon ein paar, die die Wahrheit sagen. Das ist jetzt eigentlich die falsche Zusammenfassung, weil aus der längeren Präsentation, da habe ich natürlich Berechnungen auch drin, da berechne ich die Temperatur der Venus mit einem Modell, was seit 150 Jahren existiert, aufgestellt wurde von Lord Kelvin und James Clerk Maxwell war der Begründer der Elektrodynamik und die Einsteinschen Theorien beruhen auf Maxwell. Also keine Wurst, so wie manche heute. Und das Modell stimmt, das kann man verifizieren. Das verwendet auch die NASA, natürlich nicht GIS, nicht das Goddard-Institut, sondern das Astrobiology-Institut. Das NASA Astrobiology-Institut muss wissen, wenn wir jetzt auf andere Planeten reisen wollen, auch außerhalb des Sonnensystems, Exoplaneten, was erwartet uns da? Macht es Sinn überhaupt, das anzustreben? Und da machen die Berechnungen. Und die machen Berechnungen nach dem Modell, das ich verwende, das 150 Jahre alt ist, das man an der Venus verifizieren kann und das stimmt. Ja, die Treibhaustheoretiker können keine absoluten Temperaturen berechnen, haben es auch aufgegeben. Auch der Tsukuro Manabe, der letztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat, den Physik-Nobelpreis, der hat schon in seiner Arbeit 1962 gesagt, man muss wissen, wie dieses Modell des Strahlungsgleichgewichts falsche Ergebnisse liefert für die Atmosphäre. Man muss es korrigieren mit dem konvektiven Modell, das ich verwende. Bin ich fertig? Naja, wir könnten noch ein paar Stunden reden, aber ich trinke jetzt meinen kalten Kaffee, der macht schön und in der Zwischenzeit können Sie sich Fragen überlegen. Ich habe gehört, dass